Wir sind hier beim Sankt-Christina-Turm in Basel. Das ist ein Swisscom Broadcast Sendemast. Kummer und Matter hat hier den Auftrag gehabt, eine Polycom-Antenne zu installieren im Auftrag eines internationalen Netzwerkausrüsters. Sinn und Zweck dieser Antenne ist, einen Führungsfunk aufzubauen für unsere sicherheitsrelevanten Organisationen in der Schweiz. Also das wäre zum Beispiel Militär, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen, Polizei, Sanität usw. Was man halt auf so einem grossen Turm hat, ist die langen Kabel über die verkanteten Trassen und die Brandabschottungen, die man aufteilen und zutun werden. Es muss eine saubere Verkabelung gemacht werden bis in den Systemtechnikerraum. Und normalerweise ist man so in ein bis zwei Tagen hat man das installiert. Die Schwierigkeiten dabei sind natürlich auch ein bisschen die Arbeit auf grosser Höhe. Man befindet sich hier auf 140 Meter über Boden. Man muss das Wetter beachten, man muss klettern, man braucht Steig- und Rettungskurs. Und jetzt speziell im Bereich Polycom sind natürlich noch Personensicherheitsprüfungen relevant für den Auftraggeber. Kummer und Matter sorgt dafür, dass Daten fließen, nicht nur durch die Luft, sondern auch im Boden. In vier Zellen vom Glasfasernetzbau von der Stadt Zürich hat Kummler & Matter als Subunternehmen vom Ingenieurbüro rund 1000 FTTH-Anschlüsse realisiert. Im Zeitraum zwischen September 2015 bis April 2018 haben wir gleichzeitig an mehreren Orten in Zürich sämtliche Teams im Einsatz gehabt. Unsere E-Blast-Teams waren dort, unsere Splice-Teams waren dort und auch unsere Tiefbauer. Man hat insgesamt über 56 Schächte konstruiert. Man hat 270 km Speedpipes und 185 km mehradriges Glasfaserkabel eingeblasen. Das ergibt über 1000 Anschlüsse für die Leute daheim, die sie nutzen können. Herausforderungen, die man immer wieder sieht, sind sicher die unvorhergesehenen Sachen. Also bei Hauseinführungen, bei Häusern, die nicht wirklich für das Glasfaser gedacht sind. Koordination mit den Hausbesitzern, Zugänge in die Häuser rein. Oder auch die Arbeiten auf der Straße und unter freiem Himmel ist gleich herausfordernd wie auf einem Turm oben. Also wenn es in Kübeln regnet, ist das auch nicht so toll. Speziell an Kummer und Matter ist, wir können Antenneninstallationen machen, wir können Glasfaserinstallationen machen und wir kümmern uns auch um die Geräte, die dahinter hängen. Wir warten die, installieren, in Betrieb nehmen, bis sogar zu einem Pickendienst, wo dann noch das Netzwerk entstört, sollte es irgendwann mal ausfallen. Wir sind ein End-to-End-Partner für den Telekom-Bereich.